Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen illustrichen Ründchen. Starbound. Tobi, Starbound. Ja, hallo, Vibe hey. Und so. Hey. Ja, hey, Vibe, endlich. Ja. Endlich ist alles, was wir hier wieder aufgebaut haben, für den Arsch. Und wir, ja. Also, ich glaube, in 2 Tagen ist Vibe, ne? Ja, so also auf jeden Fall in der nächsten Woche irgendwann. Dienstag wird vermutet. Genau, also wir haben uns erstmal wieder Hosen angezogen. Übrigens, die ziehen wir uns gegen Ende wieder aus. Denn wir haben gelesen, eventuell sind das Universum ist nicht betroffen vom Vibe. Eventuell, haben wir gelesen. Offizielle Anmerkung, ob es noch aktuell ist inzwischen, weiß man auch nicht so genau. Wir werden es ja übermorgen erst erfahren. Und deswegen bereiten wir uns aufs Schlimmste vor. Und deswegen weine ich jetzt ein Tränchen. Sieht man gar nicht wegen meinem Mundschutz. Ich wollte gerade sagen, bei mir auch nicht. Doof, dafür zwinker ich doof in die Kamera. Ich habe was im Auge. So, ja, jetzt haben wir überlegt, was machen wir jetzt, wenn übermorgen sowieso Vibe ist, brauchen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr anzufangen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir sitzen hier einfach rum und reden vielleicht einfach ein bisschen mal, ne? Wir machen so viel Gewalt, da kann man auch mal das Gespräch suchen, oder? Ja, wie war es denn zum Beispiel auf den Bahamas? Es war toll, es war toll. Schön. Ja. Ja, Mensch. Und wie war es hier in Deutschland? Ich war krank, die Tage, wo ihr nicht da wart. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt sind sie endlich mal weg, jetzt bin ich auch mal krank. Das freut mich zu hören, dass du dann quasi, obwohl du krank warst, auch noch jeden Tag pünktlich die Folgen rausgehauen hast. Also ganz ehrlich, da muss man auch mal wieder den tobiloben.de. Oh nein. Was denn? Tobiloben.de ist eine super Seite. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile tobiloben2.de. Ich weiß es aber nicht. Wie zwei? Was ist das denn für Trittbrettfahrer? Hast du selber registriert? Ja klar, bis 100 alle durch. Ach so, geil. Nee, auf jeden Fall, vielen Dank wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Das wollte ich übrigens auch schreiben. Auf Facebook habe ich aber bis jetzt nicht gemacht, weil tatsächlich lag ich dann im Urlaub, also der kein Urlaub war. Das kriegen viele in den falschen Hals, weil man das immer so leichthin sagt. Aber wir haben tatsächlich nicht einen einzigen Tag frei gehabt. Nicht einen einzigen Tag frei. Es wurde jeden Tag ständig gedreht. Das war... Naja, und viele geile Erlebnisse, aber entspannt war das bestimmt nicht. Ihr hättet euch frei nehmen müssen. Einfach nee, so ging, mal. Ging einfach nicht. Wir hatten ja zuerst Poker, dann Superhomies. Und was hast du denn da unter dem Arm? Mein Freund, die Ananas. Oh, wie heißt sie denn? Ist egal. Tja, nee, bitte, das ist mein Freund hier. Guck mal, wir gehen jetzt miteinander. Bitte bleib zurück! Alter! Alter! Ja, wir müssen ja unserem Ruf getreu werden, oder nicht? Alter! Nein! Du Wahnsinniger! Warte. Ich kann mich gar nicht hinhocken, verdammt. So. Nein! Ich klage dich an! So. Mist. Ich hab übrigens keine gute Erinnerung an die Taschenlampe, möchte ich ja nur mal sagen. Tobi? Habe ich gefeiert, habe ich mir auch noch ein paar Mal angeguckt. Ja, ich fand's auch extrem geil. Entschuldigung, ich muss ja zwischendurch einmal mal wie so ein altes Pferd. Achso, wir haben ja, wie gesagt, Vibe ist in 2 Tagen und wir haben uns überlegt, wir laufen dann die ganze Zeit hier einfach ums Haus. Total geil, ey. Geil, guck mal hier, wie hoch ich springen kann. Huch. Ja, oben bricht aber schon wieder zwischendrin, ne? Ja, oben bricht die Framerate ein bisschen weg, weil da nichts mehr angezeigt werden muss. Damit kommt Starbound nicht klar. Ja, hab ich auch das Gefühl. Ja, der Mond hinten, ne? Oder die Welt, oder was ist das? Sieht aber immer noch geil aus, ne? Ja, also ich fänd's extrem scheiße, wenn das weg wäre. Allein der Eingangsraum da vorne, wo man spawnt, ist extrem geil. Ja, naja, also ich habe die Koordinaten noch nicht aufgeschrieben. Das sollte ich vielleicht mal machen. Da muss ich mal kurz an Bord beamen. So, ich habe auch die letzten Gegenstände da rausgeholt, also die 2 Kameras. Ach, Tatsache, jetzt sehe ich es auch. Mal gucken, ob du noch irgendwas in deiner Kiste vergessen hast. Da habe ich nur noch so ein Banditending drin. Und also ein Banditenhut. Die Kisten sind auch überhaupt nicht übertrieben. Die Kisten unten auf dem Planeten, ne? Ja. Ach, ich krieg das Fuel, kann ich ja hier nicht mitnehmen, verdammt. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich schreibe mir die Koordinaten von der Welt hier mal eben auf. So. Das machen wir. Oh, und ganz kurz, wir werden dann wahrscheinlich in Staffel 2 gehen, ne? Ich glaube, das machen wir einfach mal. Dann fangen wir wieder bei 0 an. Da es der letzte Vibe sein soll, fangen wir einfach eine Staffel 2 an und gucken mal, wie lange die dann geht. So machen wir es, oder? Ja, das ist auf jeden Fall die beste Variante, glaube ich. Du bist an Bord und knusperst gerade, ne? Ja. Ich habe gerade auf den Zettel geguckt und wundere mich, was ich da im Ohr habe.
Was knusperst du denn? Eine leckere Ananas. Aber das war doch deine Freundin. Ich habe ja noch 27. Und alle mit Löchern drin. Zum Atmen, Kinder, zum Atmen. Das ist so. Das ist eine 0. Ich hoffe, ich kann die Zahl hinterher noch lesen. Muss ich mich da mal räuspern? Okay, jetzt ganz kurz. Jetzt will ich mal ganz kurz wissen. 905. Ich bin gespannt, ob das klappt. 900. Oh. 905. 38. 930. Wenn ihr selber Starbound spielt, könnt ihr uns natürlich auch immer Planeten in den Kommentaren vorschlagen, die wir abklappern müssen oder sollen. Und dann halt mal mit dazu schreiben, was es da so gibt vielleicht, dass man da mal reingucken kann, dass man vorbeigucken kann. Und ein paar Terraplaneten habe ich mich auch schon erreicht, aber das lohnt sich nicht, wenn wir die jetzt abgrasen und die Rohstoffe da rausholen. Das bringt ja momentan gar nichts. Genau, ich wollte gerade sagen, einen Terraplanet hatte ich auch in den Kommentaren gelesen gehabt. Da sollten wir vielleicht uns mal für den Hinterkopf behalten, wenn wir damit von vorne anfangen müssen. Genau, genau, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Dann können nämlich unsere Vorräte, sobald wir Kisten haben, können wir die auch richtig füllen dann. Aber natürlich die Kisten auf dem Schiff, ne? Ist ja klar. Nur auf dem Schiff. Es gibt ja auch ein erweiterbares Schiff von den Humans, ne? Habe ich irgendwie gelesen. Echt? Das kann man immer größer machen und ich habe auch so eine GIF-Animation gesehen. Ist das Gamma Megris hier so? Da soll ein... Da müsste jetzt ein Forest-Planet irgendwo sein. Mist, ich weiß jetzt nur nicht genau, welcher das ist. Hier ist... warte mal, ich gehe mal ganz... Ich guck mir das nochmal genau an hier. Sekunde, ich hab's gleich. Ist immer ein bisschen knifflig hier mit dem Planeten, aber das krieg ich schon hin. Was machst du da eigentlich gerade? Ich schieß dich ein bisschen ab mit meinem Bogen. Das beruhigt mich ja. So. Gamma Sco 238. Ich bin jetzt hier bei Gamma Megris. Megris? Ja, Gamma Megris. Wo ist denn hier Skrotum? Gamma Skrotum muss ich hier irgendwo finden. Gamma Rutschpa, Gamma Megris, Gamma Chami. Hier ist halt die Zahl bestimmt wieder falsch. Pass mal auf. 905 38 9 30 und hier minus 622 7653. So, Gamma Atma, Gamma Sco, da ist Gamma Sco. Okay, Gamma Sco 238, genau das habe ich gesucht. Gamma Sco 238 VB müsste es sein, also 5B. 5B, ein Forest Planet, jawohl. Jetzt bin ich gespannt. Komm, wir düsen nochmal hin. Tschüss. Juhu. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. In unserem nächsten leeren Raumpfiff. Boah, das ist ja so... Hätten vielleicht... Ja, ja. Das ist so do... Also das ist, ich würde mich echt... Jetzt würde ich mich wirklich ein bisschen ärgern, wenn gewiped wird. Ich hätte zwar trotzdem Bock, wieder neu anzufangen. Also hätte ich nichts dagegen. Aber ich finde es halt immer so schade. Vor allem, weil wir jetzt so viel gesammelt haben. Und so viele Kulturen besucht. Und freundlich mal Hallo gesagt. Und bereichert, sozusagen. Ja. Wir hatten ja noch dieses Schloss gehabt, wo wir gar nicht ausgeräumt haben, ne? Ja, Mann. Schade, schade. Und wir haben ja nur 20 Folgen gebraucht, bis wir endlich einen Planeten gefunden haben, wo wir was gebaut haben. Ja, hast du den Unmut in den Kommentaren gelesen? Ja. Das mache ich voll langweilig, ich mache endlich was. Aber man muss ja dazu sagen, man kann nicht einfach so, also wenn man wirklich einen guten Planeten sucht, dann sucht man natürlich auch ein bisschen und wenn man sich da wirklich niederlässt mit der Hauptniederlassung, ich finde, das muss schon ein geiler Planet sein. Das macht's nicht einfach auf so einem Kackehaufen, oder? Ja, vor allem finde ich es gut, dass man lange suchen muss. Das heißt nämlich, dass das Spiel viel zu bieten hat. Das stimmt auf jeden Fall. Und eine Sache von dem zu bieten haben, finden wir... Oh. Er spawnt natürlich auf einer Geldkassette, ist klar. Natürlich. So. Gut, dass die Geldkassette nicht in mir spawnt. Da, guck mal. Oh, was ist das denn? Ein Knast. Geil. Ja, habe ich noch an den ersten Folgen, weißt du noch, da habe ich noch von erzählt, wie ich mal einen besucht habe. Warte, ja. Warte, bevor wir hier reingehen, wechsle ich vielleicht doch nochmal eben die Waffe. Warte. Die böse auf uns? Mögen die uns? Die sind mit Sicherheit böse auf uns, da kannst du aber... Und so. So, ich glaube, ich nehme wieder die Waffe. Oh, wir können ja mal höflich nachfragen, aber pass auf. Sieht freundlich aus. Aua!
Boah, was ist hier geiles für, was es hier für geile Sachen gibt. So. Oh. Ich glaube, den habe ich aus Versehen weggepfeffert. Pass nur auf, die Wächter da oben haben Schusswaffen. Ah, ja. Ja. Machen die Großdamage? Oh, warte mal, ich muss mich healen, sehe ich gerade. Warum muss ich mir jetzt schon healen? Nee, geht. Geht, die sind nicht so stark. Aber ist cool hier. So. Oh. Ah, hier, Cellblock. So. Hey, ein Pixie. Na komm. Boah. Früher haben die mich einfach komplett weggeschossen. Wer gibt denen denn hier im Knast bitte Waffen? Ich glaube, die haben ja eine Revolte laufen, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Boah, Alter, meine Frames sind ja voll am Sacken. Ach, deine auch? Gut, ich dachte schon, es liegt nur an mir, dass ich nur 28 Frames gerade habe. Guten Tag! Aber ich kriege jetzt nicht Hass in den Kommentaren, dass wir wieder alles auseinandernehmen. Die haben uns angegriffen, da können wir ja nichts machen. Ach ja. Ach, geil. Au. Tobi, komm mal kurz. Warte, warte. Alter! Hast du gut. Hast du Probleme? Nee, der hier ist ganz stark, der Kerl. Hier ist das ein Zwischenboss gewesen? Keine Ahnung. Ich komm mal runter. Wow, lässt nichts fallen. Hat sich gelohnt. Oh. Wusste ich natürlich. Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser. Oh, ich habe nichts zu essen mitgenommen, fällt mir da gerade auf. Ja, ich hab dabei. Alles gut. Hm, Tobi? Ich habe da ein Stück Seife fallen gelassen. Warte, ich heb es auf. So, so. Nee, beim Roboter quietscht das doch, wenn man... Okay, lass mal lieber. Dunk, dunk, dunk. Oh. Oh, was war das? Was war das denn? Wreck Plattform. Ach, irgendwas. Nichts Spannendes. Nimm's trotzdem mal mit, auch wenn es nicht kommt. Oh, ich sollte vielleicht trotzdem mal mich mal ein bisschen healen. No escape und so. Nimmst du das jetzt alles mit? Lass das doch einfach stehen. Au. Stacheldraht. Das Konzept von Stacheldraht, Tobi. Aua. Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser. Komisch, dass Stacheldraht dir was anhaben kann. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh. You killed Griswold. Mir doch egal. Was? Griswold? Ja. Alter, was hier los ist? Was ist ein ganz schön riesiger Knast, ne? Extrem groß, ja. Guck gerade schon, ob es unten irgendwie noch weitergeht. In so einer Geheimkammer, aber leider nicht. In so einer Geheimkammer wolltest du Hitler finden, oder was? Das hast du jetzt gesagt. Der versteckt sich doch bevorzugt in Geheimkammern. Und lässt ein bisschen Luft an den Kopf. Macht da sich so ein Projektilventil rein. Das Klo hier kann man betätigen. Wie geil ist das denn? You killed Batman. Ach, Batman. Warst du gerade auf dem Klo? Ja. Mach aber die Ölspur hinterher weg. Wir wollen ja nicht, dass es aussieht wie bei BP. Demonic Terror Chopper. Ich glaube, waffenmäßig kommen wir hier ganz gut raus. Ist halt ein bisschen blöd, dass keiner von den Gegnern eine Schusswaffe fallen lässt. Ja, das finde ich ein bisschen affig, dass du dafür halt dann quasi extra dieses Ding da finden musst, dieses Luftschiff. Ja, ja. Oh. Was ist das denn? Hm. Einfach nur bist du schon weitergelaufen, eigentlich? Ich bin jetzt wieder zurückgelaufen, so ein bisschen. Ich bin hier gerade über den Dächern. Ich bin Batman. Oh. Das ist ganz geil mit den Gitterzäunen und so. Die hätte ich ja gerne, ehrlich gesagt, auch für unsere Bude. Wo denn? Jetzt bin ich weitergelaufen. Links lang. Ah, okay. Au. Oh, eine Kiste. Hast du die aufgemacht? Ja, wo liegt sie denn? Dachte ich mir fast. Verdammt.
Hi. Ich habe dich gerettet. Gerecht. Was auch immer. Hier, guck mal, warte. Hm? Drück mal E. Das ist nicht sehr beruhigend. Zumindest setzt er sich nicht drauf, wie bei den anderen Toiletten. Ja, wenn er sich da draufsetzt, hat er alle Krankheiten, die es gibt auf der Welt. Ja, das auf jeden Fall. Du hast extra die Toilette mitgenommen. Das finde ich ja liebevoll. Du bist ein guter Roboter. Die macht sich doch gut in unserem modernen Haus, diese verschissene Toilette. Ja, geil, im Fleischzimmer unten. Boah. Okay, ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind durch. Ich muss übrigens mal ganz kurz was... Was machst du denn da? Achso. Ich habe das Schild abgebaut und du hast es aufgesammelt. Was habe ich denn überhaupt alles mitgenommen? Hast du was zu essen zufällig da? Alter, habe ich viele Waffen eingesammelt. Boah. Hab ich viele Waffen eingesammelt. 43 DPS, 25? Ach, naja, da habe ich Besseres. Oh, danke schön. Darf ich deine Freunde essen? Ja. Gönn dir. Das ist ja lieb. Komm, dann hau ich mir gleich mal hier. Ich hoffe, die ist nicht benutzt. Oh, warte, Durchfall. Ich habe Ananasallergie. Danach läuft es aus mir raus wie Niagara. So. Schade. Sag mal. Ist ja unfassbar. Wolltest du mich da einbauen? Na was? Nein. Au! Alter! Mies! So. Gut zu wissen, dass das geht. Ja, ich habe auch gleich mal oben die Schnelldingsleiste so ein Ding gepackt. Wie er gleich alles mitnimmt. Vorsichtshalber. Au. Die Lampen da oben sind auch cool. Ja. Diese Baustrahler, ne? Ja, genau. Ich finde, die sollten wir auf dem Heimatplaneten auch großzügigst verteilen. Wir können ein Museum der ausgerotteten Welten anlegen und dann so mit Baustrahlern vielleicht beleuchten. Ja, es hat auch einer in den Kommentaren vorgeschlagen, so ein Hochhaus, wo man dann verschiedene Kulturen quasi pro Abteilung immer macht. Das wäre auch schön eigentlich. Finde ich auch eine coole Idee. Läuft da so ein lootender Roboter durch die Gegend? ich wollte mir mal die Waffen angucken gerade. Hast du was gefunden? Badass Rage Killer. Ist aber ziemlich langsam, wäre nichts für mich. Ich habe meine Top-Waffe hat gerade 62 Damage pro Sekunde. Die ist, glaube ich, auch super. Und ich glaube nicht, dass ich das hier toppen kann mit den Waffen. Huch. Willst du Batman rufen? Ja. 56, 36. Was ist das denn? Small Flatler. Tobi? Ist ja unfassbar. Ich mach's nicht. Nein. Was denn? Nein. Was denn? Wo ich glaube nicht. Wo willst du denn hin? Alter! Das ist total geil. So, Tobi, wie sieht's aus? Hau ab. So. Alter. Was denn? Ich gehe. Warum? Mit der Toilette. Wohin denn? Tobi, jetzt warte doch mal, lass uns reden. Boah. Alter! Ich hasse dich! Das schon Alter, der Stacheldraht ist echt mies. Warte mal, eine Laterne, Moment. Das tut mir wirklich leid. Das glaube ich dir keinen Meter, glaube ich dir das. Das erinnert mich so ein bisschen an die guten alten Kreissägetage. Ich habe sie nicht mitgenommen, leider. Oh, ein Zaubererhut. Was ist das hier? Und eine alte Truhe. Titanium, glaube ich. Ah, ja, ich nehm's mal mit. Ja, brauchen können wir das bestimmt.
Für all die wichtigen Dinge, die wir noch tun werden vor dem Wipe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das machen wollen. Wie viele Folgen nehmen wir denn jetzt überhaupt auf? Wenn der Vibe gar nicht Dienstag ist, was machen wir denn dann? Ja, wäre ein bisschen doof dann, ne? Ist halt auch blöd, dass die kein genaues Datum haben. Die müssen das doch selber ein bisschen wissen. Das stimmt. Die machen ja so Pi mal Daumen. Wir dürfen übrigens auf gar keinen Fall Diamanten übersehen. Das wird sofort geahndet. Mist, ich habe meine Bauerde gar nicht mit. Wie schnell du wieder bist. Genießt gar nicht den Planeten. Au! Was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Sieht aber irgendwie... Was denn? Siehst du den Pilzmenschen da oben oder was das ist? Hä, was sind das denn für Gestalten? Habe ich ja noch nie gesehen. Hab ich auch noch nie gesehen. Au! Ich glaube, die sind eigentlich freundlich, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Und tot. Ich habe den jetzt einfach angegriffen, weil ich dachte, der greift... Oh, eine Pilztruhe und ein Pilzhaus. 100 Pixel. Wie geil. Ein Pilzhaus, das ist ja angenehm. Ich glaube, der und greift an, ne? Ja, ich glaube auch. Könnte daran liegen, dass wir ganz das Haus auseinandergenommen haben. Ja gut, aber das war eh schon schäbig. Das soll man dankbar sein. Was ist denn das denn hier für... Mushroom, new blueprint available. Ich nehme mir Pilze mit. Ah, kann ich auch pflücken, okay. Mist. Was hast du für einen Blueprint gefunden? Ich habe keinen Blueprint gefunden, ich habe einmal new blueprint available. Hast du gerade eins gefunden? Ja, Shroom Table Blueprint. Oh, geil. Weißt du, jetzt finden wir sowas. Klar. Ja, jetzt vom Reset halt auf jeden Fall, ne? Ja, ja, ja. Huch! Au! Was sind das denn für lustige Pilzdinger? Boah. Okay, du machst Spaß mit dem, ich heile mich erstmal. Und dann will ich mal was probieren. Weißt du, wie der Stamm aussieht? Bitte? Der bitte was? Wie eine Banane sah der aus, der Stamm. Ach so. Von dem Pilz. Ja, ja. Ach so, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe einfach sofort meine Axt reingehaucht. Oh, oh. Oh, cool. Sugar. Warte, wir greifen mal nicht an. Guten Tag. Geil. Guck mal, der ist uns wohlgesonnen. Offenbar weiß er nicht, dass ich jetzt die Tür schließen werde. So. Das ist geil. Yes, Geld. Was? Ich hau hier mit der Axt abbauen? Ja, ja, ja. Weißt du, wie der Stamm aussieht? Hm, wie denn? Wie eine Banane. Okay. Boah, das hier ist meine Banane. Das ist deine Banane? Ja. Setz dich doch mal drauf. Wieso nehme ich die eigentlich? Du hast die doch alle. Ja, weiß ich auch nicht. Wir sammeln die ja eh in unseren Gemeinschaftskisten. Ist ja alles fürs Team. Ach ja, genau. Fast vergessen. Eigentlich könnte man ja auch die Dächer da mal abgrasen und diesen Pilzkrams da mitnehmen. Das ist bestimmt so ein Pilzblock. Aber ich kann das bestimmt auch aus Pilzen machen, oder? Ich glaube, das ist auch der Blueprint, der bei mir dann available geworden ist. Ich frage mich nur... Ach, guck mal. Hä? Noch eins oder sind wir schon einmal rum? Nee, ne? Wir sind auf jeden Fall einmal rum. Komisch, so leer hier. Verstehe ich gar nicht. War ein kleiner Planet aber dann, ne? Ja, muss ja. Ja, das auf jeden Fall. Winzig war er quasi. YSCM. Wieso sammle ich jetzt doch wieder Gegenstände ein? Ich weiß es nicht. Was denn? Wie er da mit seiner Spitzhacke durchrennt. Was machst du? Sitzt du gerade am Schreibtisch? Ich sinniere gerade. Ach so. Ja, ich schreibe gerade noch einen Artikel für Play Massive.
Ja, schon früh bemerkte man, dass der Protagonist, in dem man sich hineinversetzt, warte, ich guck mal kurz bei anderen Magazinen, dann schreibe ich das um. Ja, was? Was? So. Nee, in dieser Branche macht man das ja nicht. Nee, nee. Da klaut man auch keine Ideen. Um Gottes Willen, nein, nein. So. Ich glaube, diese Ventilatoren haben wir zu Hause auch noch. Die nehme ich auch mal mit. Was ist denn hier? Achso. Wo kommt denn hier die Musik her? Vielleicht wegen dem Vogel da oben? Patz, fliegt da noch so ein Ding ins Rum. Was ist das denn da im Hintergrund? Aha. Ist voll cool hier alles, ne? Ja, ja, auch die Schriften hier und die Schilder und sowas. Finde ich auch. Extrem geil. Die Kameras. Oh, aber ich bin müde. Ich leg mich erstmal. Ach, geht gar nicht. Ich wollte mich auf die alte Matratze legen, aber es geht scheinbar nicht. Alter, was ist das denn? Waren wir hier wirklich schon mal vorhin? Warte mal. So, musste gerade eben husten, Entschuldigung. Mhm. Was ist das denn hier? Das nehme ich auf jeden Fall mit. Sitzt im Knast, kommt jemand rein und klatscht dich gegen die Wand einfach nur. Ja, fliegst einmal quer durch die Zelle, ey. So. Huch. Hier liegt einmal noch eine Waffe rum. Komm, setz dich doch zu mir ans Lagerfeuer. Was? Ich focht einen Kampf aus. Ich bin heute so einsam. Und sitze im Knast. Du, 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 du. Da kam der dicke Mike. Du, 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 du. Und hat mich angefasst. Alter. Was ist denn das Knastblues? Das singt man auch so. So. Geil, eine alte Matratze. Oh, das ist ja geil. Zack. Lauter Stimpack. Hast du jetzt zugemacht? Warum machst du denn zu? Was? Ich? Nein. Warum vor allen Dingen? Warum? Au. Ich bin ja Affe, bei mir ist das nicht so schlimm. Ich bin das Hangeln ja gewohnt. Soll ich diesen Computer hier mit? Ich nehme ihn einfach mit. Warum frage ich überhaupt? Schaden kann es ja nicht. Was ist denn das hier? Geil. Sind das Spiegel kaputte? Ich weiß gar nicht. Ich räume hier einfach mal die Lagerräume leer. Die hast du irgendwie vorhin übersehen, alle. Ja, Large Mirror. Cool. Was? Large Mirror? Was? Hm, hier hing so kaputte Spiegel, die konnte man mitnehmen. Ach, da, hier? Da, wie da. Hm, genau. Ah, cool. Ja, dann nimmst du die mal mit. Nimm mal das hier mit. Und alte, dreckige Matratzen. Da können wir später noch ein Hotel draus machen. Aus den alten, dreckigen Matratzen. Oh ja. Na. So. Ich finde die Framerate hier super. Ja, was da schon wieder los ist, ich weiß auch noch nicht. Hallo. Ja, scheint hier, wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Ja, irgendwie nicht, ne? Ich glaube, das ist aber das Kontrollzentrum hier, aber guck mal, hier sind so voll viele Computer. Vielleicht ist das ein Second-Hand-Shop. Oder so ein Internetcafé im Knast. Hey, jetzt war auch ein so zugeschissenes Klo. Frauen hier sind schon ein bisschen unwirsch, die einem hier im Knast entgegenkommen. Wow. Vielleicht sind sie ja ausgehungert. Huch. So, wieso machst du denn die Türen immer hinter mir zu? Was ist denn das für eine Eigenart? Das nennt man Erziehung. Erziehung. So hast du mich programmiert. Ja. Ja, lauf ruhig vor. Nein, ich trau dir nicht. Ja, nicht so, dass ich sehe, was du da in deiner Hand hast. Ich trau dir nicht. Hier, nimm die. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Warum gehst du denn zurück? Mach einen Abflug. Was, wo willst du denn?
Was ist denn los mit dir? Ich verstehe das manchmal nicht. Komm, wir wollen gehen. Alter, ich hab den nicht gesehen, Mann. Boah, ist das mies, ey. Ach, geil. Feier ich ein bisschen. Ich müsste mir übrigens mal ein paar Dingens abgeben. Ich hab nämlich keine mehr. Health Packs? Hm, wie viel sind dir die denn wert? Boah, ey, dieser miese Affe. Oh, Mist, ich brauch was zu essen. Ah, zum Glück habe ich Ananas dabei. So, warte. They said they would come back, ist auch geil da im Hintergrund. Na, nehm ich mal mit, ich habe die ganzen Schriften eh dabei. So, warte. Ich, warte, bevor ich jetzt mal ganz kurz schnell was reinhauen. Ich gebe dir gleich mal ein paar Bandagen, wa? Mhm. So, wie viel hätten sie denn gerne? 200 reichen, ne? Ja, ja, müssen nicht so viel sein, aber... Zu spät. Juhu! Hm. Nicht essen, umwickeln. Ihr lustigen Roboter, bei euch ist alles anders. Ich wollte die Ananas nicht essen, ich wollte doch... Ach, Alter. Jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Ananas gegessen. Ich habe noch Fleisch dabei, falls es eng wird. Ah, das ist gut. Kann man doch beides kombinieren, Ananasfleisch. Hm, nennt man das nicht sogar so, wenn der Ananas komplett ausgeschnitten ist? Ananasfleisch? Ja, also Fruchtfleisch, ne? Hm, genau. Weil es sind so geil viele Kameras und alles, das will man ein bisschen alles mitnehmen, aber... Vor allem wissen wir auch gar nicht, was sich überhaupt noch lohnt. Ja, aber ich habe mein Inventar, meine beiden sind schon fast wieder voll. Das ist ja beruhigend. Ich glaube, ich habe gespart, aber wahrscheinlich auch nicht. Hä? Was ist das für eine Blume da? Huch, was ist das für eine Kiste da? Ich habe ein Chili-Seed mitgenommen. Geil, endlich können wir Chili essen. Entschuldigung, ich muss das tun, das weißt du doch. Hey, was ist denn das hier? Ach geil, so ein Besprechungsraum, also wo man Freunde und Familie einladen kann. Das ist ja cool. Ach, alles so detailgetreu hier gebaut, das finde ich echt geil. Ja, ne? Du platzierst die aber auch immer schön da, wo man es nicht sieht, ja, natürlich. Ne? Ach, schön. Ja, ich glaube aber, dann haben wir eigentlich schon alles vom Planeten runter gelootet. Also eigentlich nicht, die ganzen Lampen hier sind auch geil eigentlich, ne? Ja. Ich wollte nicht looten hier von nach wegen Vibe und so. Wusste man gar nicht, ob sich das lohnt überhaupt. Und jetzt sehe ich hier überall diese Querbalken. Sehe ich den Tobi, der da hinten versucht, gerade verzweifelt Stacheldraht zu setzen. War das jetzt eigentlich die Anlage, wo wir vorhin schon mal waren? Ich weiß, ich ja, habe ja, doch, das, kein Gefühl für. Doch, doch, das war die gleiche. Sonst okay. Wäre hier doch viel mehr los gewesen. Stimmt. Wie ich den Tobi kenne, vermint der gerade das ganze Gebäude mit Stacheldraht. Nee. So freut man sich schon, ne? Warte, jetzt aber nicht normal, weil sonst bin ich tot. Ist ja Na? Na? Lies mich nicht. Alter. Macht Spaß, ja. Im Sitzen, ey. So schön unter den Arsch gezaubert. Geil. Müssen sie auf jeden Fall noch fixen, die Dinger. So geht das nicht. Ja. Aber lustig. Ich finde diese Lichter eigentlich ganz geil. Diese Scheinwerfer hier überall. Boah, wie ich jetzt paranoid über nach Stacheldraht Ausschau halte. Ich glaube, ich muss die Kreissägen mal wieder mitnehmen. Die bringen aber nicht so viel, ne? Nee, nee, die hört man ja leider. Also, ist ja sinnvoll, dass man sie hört. So, da sind wir wieder dabei. Ach, warte. Ja. Da ist so eine Schrift, wenn du magst. Get out while you still can. Und hier... Ah. Guck
guck mal hier, so Stahlträger kann man noch immer gut brauchen, oder? Ja, ja. Weiß gar nicht, kann man sich das eigentlich alles craften, was man hier so sieht, oder? Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich glaube, dafür gibt es so den 3D-Grupper. Den 3D-Grupper. Ich glaube, alles craften, das wäre ein bisschen übertrieben, oder? Ich glaube auch. Ich wüsste gar nicht, wie Rezepte das sein müssen. Ja, ja, eben. Wäre aber eigentlich schon cool, muss man sagen. Ja, das stimmt. So, ein Geländer kann ja nie schaden. Was man hat, das hat man, ne? Ja, das ist eh das Motto, nach dem wir hier leben, glaube ich. Ja, Bunkerbetten sind auch dabei. Ich hoffe nur, wenn der Vibe da ist, ich hoffe, dass die Sachen auf dem Planeten bleiben. Ich hoffe es so sehr. Täglich schicke ich Stoßgebete zu unserem lieben Herrgott. Kennst du Peter Herrgott? Wieso fliegst du eigentlich so vorbei? Wieso fliege ich direkt in meinen Tod? Was? Wie? Ich habe vergessen, das Schiff drücken aufzuhören. Oh. Weil ich nebenbei am Trinken war. Oh Mann, ey, das ist. Du bist auch mehr so der Ligaspieler, ne? E-Sports und so. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Das sieht man bei allen Videos immer wieder. Scheiße. Hau einfach ab. Alleine mit deinem Schiff. Lass dich zurück. Die Frage ist nur, wohin? Ja, keine Ahnung. Jetzt so kurz vor dem Vibe, überleg doch mal. Hat doch alles gar keinen Sinn mehr. Oh, ich glaube, ich bin voll mit Gegenständen. Ja, das kam bei mir auch noch dazu. Die Inventarplätze habe ich noch. Achso, hast du dich einfach nach oben gebeamt quasi. Naja, ich dachte so, da oben drücken kann ja jeder. Ich lasse mich einfach töten. Finde ich gut, dass du da so konsequent bist einfach, auch in deiner Auffassung. Bist ja mehr so der Gaming-Rebell auch. Ja, ja, natürlich. So, lalalala. Ich baue hier gerade noch, hier und da baue ich noch ein bisschen was ab. Gut, dann haben wir einen Knast, haben wir jetzt auch schon auseinandergenommen. Können wir mal gucken, was da noch bleibt. Und in den nächsten Sektor fliegen. Beziehungsweise, wir müssen ja noch den Drachen locken, ne? Wir müssen ja diese Prinzessin-Attrappe, können wir bauen. Ja, meinst du, das sollten wir jetzt noch machen? Lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht mehr, ne? Nee, wir müssen es ja eh dann nochmal machen. Und wir müssen diesen Roboter auch nochmal besiegen und alles. Boah, das war ultra schwer. Obwohl, ich glaube, der ist eigentlich wirklich ultra schwer, wenn er nicht gerade in so einem Pissbecken drin hängt, wo wir den reingesetzt haben. Ja, wir hatten halt eine echt gute Taktik. Also du hattest die ja. War echt gut. Ja, das war, ja, nachdem es unter der Erde nicht geklappt hat, Ja, wie man sich durchs Leben mogelt, ne? Weißt du halt einfach. Nein, natürlich, es ist einfach Learning by Doing, weißt du? Ja. So. Mein Name ist Goldman Sachs. Ich hätte gerne meine Bankauszüge. Aber ich werde, wenn die Charaktere gelöscht werden, werden ja auch, glaube ich, diese Technik-Dinger gelöscht, ne? Der Pulse-Jump und sowas. Ja, 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 das werde ich auch vermissen. Oh, den werde ich jetzt schon vermissen. Verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist alles wieder von vorne. Ich würde sagen, dann leveln wir uns aber ein bisschen weiter durch die Sektoren oder ein bisschen schneller durch die Sektoren, ne? Und dann sammeln wir erst Rohstoff und bauen uns ein Imperium auf. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Hab mir auch überlegt, das Erste, was wir dann diesmal machen, sobald wir Diamanten haben, wirklich Diamantspitzhacken und bla. Das alles schneller geht dann. Bevor wir wieder. Ich habe da Angst vor den Kommentaren von Leuten, die unausgeglichen sind innerlich. Was machst du gerade? Ich guck mir gerade an, was ich so gesammelt habe. Ach so. Sitzt da einfach da und guckst es so an. Voller Trauer, dass ich wieder gestorben bin. Ach naja, der Tod gehört zum Leben dazu. Wäre das nicht schön, wenn man einfach respawnen könnte? In echt jetzt so? Ja. Huch. Weiß ich nicht. Aber mein Kopfhörer verrutscht hier gerade. So, sitzt der? Du merkst den schon gar nicht mehr, ne? Nee. So, bisschen enger gemacht jetzt. Mein Kopf ist geschrumpft nach der Reise. Das liegt daran, dass ich die ganze Zeit Wallewitze anhören musste. So. Tja, ich würde sagen, oh, Duschen können wir mitnehmen übrigens. Wir haben gar keine Duschen eingepackt, ne? Doch, habe ich, glaube ich, dabei. Ja? Ja, habe ich dabei. Ein vorausschauender Roboter. Ja, ich habe dich gerochen und dann...
Das lobe ich ihn mal und schon muss was Beleidigendes dranhängen. Und hier fehlt uns nicht eine einzige Dusche, wollte ich nochmal sagen. Doch, vorne hatte ich welche mitgenommen. Ich hab's ja hier im Inventar sogar. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass es was anderes ist. Ich glaube, dieser freche Roboter lügt. Oh, Zucker. Ich weiß es nicht. Ich hab so viel dabei. Ich hab Zucker gefunden. Und ich hab so viele Waffen dabei. Was soll ich denn damit überhaupt? Was schmeiß ich denn da jetzt mal weg? Zwei Diamanten brauchen wir doch eh nicht, oder? Nee. Haben wir nicht irgendeine Billo-Waffe einfach hier? Oh, 46, 59. 49, 41. Hat aber noch Todesdinger mit dran. Hier 47, 46. Ja, das hier, das kann er ja. Kann auch mal weg. Nehme ich noch ein paar Duschen mit. Und diese Lüftung da oben gefällt mir auch ausnehmend gut. So, der sieht gut aus, aber die Werte sind nicht so pralle, deswegen lasse ich ihn mal hier und stattdessen eine Turbine. Tobi, Turbine, la 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 la. Hey, ich kann die Dusche gar nicht... Wieso kann ich die Dusche hier nicht mitnehmen? Ich habe doch schon Duschen dabei. Ist das eine besondere Dusche? Ja, das ist wahrscheinlich wieder eine halb kaputte Dusche, eine halbe Dusche, eine halb gare Dusche und... Kennst du ja. Das Übliche halt. Sieht nur wie eine Dusche aus, ist aber keine Dusche. Ah, okay. Die mag ich am liebsten hier, das Rusty Metal lasse ich mal da. Dripping Prison Shower. Ja, eine tropfende Dusche ist es. Ja. Das ist ja gut, dass ich die mitnehme auch. Wie oft sitzt man zu Hause und denkt sich, wow, jetzt eine tropfende Dusche. Jetzt eine Olle, die tropft die Dusche. Was? Ah, was? So. Ich finde, von diesen Lampen kann man gar nicht genug mitnehmen, ne? Ich habe auch sau viele dabei, ich glaube 20 Stück. Aber da gibt es auch wieder so viele verschiedene. Ja, die so nach unten rechts zeigen, nach unten links, ja. Nach oben unten, von grün nach schräg. Hoffentlich sind das auch Energiesparbirnen da drinne. Sonst hängen wir die nicht auf. Wenn nicht, dann tauschen wir die alle aus. So. Diese Glühbirne würde ich auch noch gerne mitnehmen. Ich bin so eine Dekoschlampe einfach. Ja. Ekelhaft. Tine Onk. So. Was ist eigentlich mit der Tine Wittler, sag mal? Ich habe die auch schon saulang nicht mehr gesehen. Die war doch vorher überall. Ich glaube, die macht, also was ich schon gesehen habe, Werbung im Internet war, die macht solche Wandposter, die kann man sich bestellen, also so Wandtapeten. Von sich aber selbst oder was? Weiß ich nicht, aber halt mal so New York und sowas halt. Ich habe den Südflügel mit Tine Wittler tapeziert. Nächste Woche kommen die anderen beiden Beine dran. Na, die ist bestimmt nett. Ich weiß, die hat sie mal irgendwo im Interview gesagt, dass die irgendwie Komplexe hatte, weil ganz viele Leute mal gesagt haben, die wäre so dick und bla bla bla. Aber sie macht schöne Wohnungseinrichtungen. Und dann ist ja eigentlich scheißegal, wie man aussieht. Nee, das muss ich übrigens mal sagen. Tine Wittler ist mir ganz egal, wie viel die wiegt, die Frau. Das ist ja ihr eigenes Dingens. Aber immer bei diesen Wohnungsdingens hat immer das Team eingerichtet und geschuftet. Und sie hat dann irgendwie für die Kamera mal kurz was angehoben. Wenn du so hingeguckt hast, dann hat sie mal ganz kurz, wenn die Kamera da, extra für die Kamera nochmal hinposiert, die hat immer so Handschuhe getragen, damit sie sich nicht schmutzig macht. So wie Mickey Maus. Mickey Maus trägt ja auch immer Handschuhe. Und das hat, ja, das hat sie bei, da aber auch in ganz vielen Sendungen gemacht, immer Handschuhe angehabt, damit sie sich nicht schmutzig macht oder ich weiß nicht warum. Das war so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, gut. Das ist, aber das, was sie gemacht haben oder das, was ihr Team gemacht hat, sah immer okay aus. Ja, das stimmt. Aber hat halt auch einfach IKEA gesponsert oder was das war. Ne? Ja, sah auch gar nicht danach aus. Gut. Aber gut, da kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass die irgendwie holzgetäfelte sonst was dahin machen. So, ich glaube, ich habe den Knast soweit erstmal auseinandergenommen. Wir sind zum Glück auch erst bei 44 Minuten. Ist ja Standard-Time, ne? Ja, eigentlich schon. So. Immer auf Inhalt. Was machst du da hinten eigentlich noch?
Ich sitze auf deinem Schiff. Wir sind. Ach so, das Dinge ist ja. Geschehen. Das ist, da sind Dinge geschehen. Merkwürdige Dinge. Oh, ja, Holiday Spirit, lass ich mal weg. Was habe ich denn da? Metal Bars. Metal Bars. Dear Toby, do we need metal bars? Oh, yes. Oh, let's fetch some metal bars, because I'm aware we have a lot of them. We need metal bars for the war. Metal bars, metal bars. To the weapons. Please. Ja, wenn ich die jetzt hole, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Die lassen sich nicht ganz so schnell abbauen. Aber was man hat, das hat man, ne? Ja, stimmt. Und Metal Bars kann man bestimmt auch was Tolles machen. Lauf mal in die andere Richtung. Hm? In den Planeten gerade. Ich lauf mal in die andere Richtung. Lohnt sich voll, nachdem wir den schon umrundet haben. Ach ja, stimmt. Ach, hier kommt ja die Pilzregion. So ein Pilzdach können wir mitnehmen eigentlich, aber... Soll ich das mal einpacken? Ja, pack mal ein. Ich glaube zwar nicht, dass wir das jemals brauchen werden. Mushroom Block. Yeah. Können wir eine Pilzpfanne machen. Das ist bestimmt so Scheidenpilz. Ah. Was denn? Wir sind hier auf dem Scheidenpilzplaneten. Möchtest du Scheidenpilze diskriminieren? Ja, sehr gerne sogar. Außerdem finde ich es voll sexistisch, dass nur Frauen Scheidenpilze kriegen können. Finde ich sexistisch. Finde ich nicht gut. Ich verklage die Natur. Wie oft liegt man als Mann da und denkt sich, boah, jetzt ein frisches Pilz? Was denn? Das ist eine Tomate. Ich glaube, das hatte ich schon mal angeschnitten. bei Minecraft, ne? Das Thema Scheidenpilz, oder? Da war mal was, das war sogar im Titel, glaube ich, ja. Ja. Pilzpfanne irgendwas. Was denn? Muss natürlich erntefrisch sein. Alter. Was? Ich kann doch da nichts. Ich kann doch nichts für. Dieses so. Kopfkino dazu immer. So, jetzt aber hier erstmal. Ich muss hier noch Metal Bars gerade ein bisschen abbauen. Einfach nur für den Vibe, damit wir hinterher keine Gegenstände haben und damit alles umsonst war. Ja, wir ziehen das LP quasi gerade in die Länge. Extra natürlich nur. Weil eigentlich hat das gar keinen Sinn, was wir hier machen. Aber also, demnach hätten wir eigentlich gar keine Folgen mehr machen dürfen. Oder wir hätten eigentlich vor gar keinem Vibe anfangen dürfen. So rum, ne? Eigentlich, ja, gut, aber... Ach, ist ja eigentlich ganz nett. Ja, eben. Solange es Spaß macht, ist ja nicht so schlimm. Der Weg ist das Ziel, wie es so schön heißt. Das vergessen nur leider viele. Der Weg ist das Ziel. Und es geht ja nicht darum, irgendwie möglichst schnell durchzukommen, wie immer. Sondern es geht einfach darum, naja, ein bisschen Spaß zu haben. Ja, und deswegen haben wir uns auch so Zeit gelassen mit dem Planeten finden. Genau. Hinterher weiß man es immer zu schätzen, wenn der Planet dann geil ist. Geileplaneten.de Neues Angebot von Beate Use. Ein Scheidenpilz auf Beate Use. Jetzt hört's aber auf. Was? Wieso Scheidenpilz? Das war das vorherige Thema. Ja, aber wir waren ja vorher noch bei Planeten. Wir sind ja nicht sofort da übergegangen. Ach so. Und Beate Use assoziiere ich jetzt nicht zwingend mit einem Scheidenpilz. So gut kenne ich die illustre Dame gar nicht. Ich hab dich nur mal in ihren Laden gehen sehen. Ich hab einen neuen Rührstab gebraucht. Ach so. Ich dachte, du hast die Mittagsschicht angefangen. So ein Milchschäumer, kennst du diese Dinger? Ich will gar nicht wissen. Nee, komm. Alter, was ist das für eine Folge heute? Nein, ich meine, es gibt doch, wenn du im Kaffeezubehör guckst, gibt es so einen Milchschäumer. Ja, das ist richtig. Ja, und... Naja. Nee, bitte, jetzt erklär mir das nochmal. Ja, das Ding vibriert sowieso ein Ding von Beate Use. Was für ein Ding? Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Nee, ich kenne mich da nicht aus. Das Ding, was du dir letztens noch über die Firma bestellt hast. Eine Festplatte. Die vibriert jetzt aber nicht sonderlich. Hast du schon ausprobiert? Die Festplatten probiere ich gerne aus. Ja, ich bin ein Mensch, der Festplatten mag. Okay, wir sollten das Thema wechseln. Hast du eigentlich schon mal einen Vibrator gekauft? Ich kann diese Frage ehrlich beantworten mit Nein. Ach so, na gut, dann ist ja gut. Oh, die Pilzwesen haben 110 Pixel dabei. Mist. Krieg ich das andere jetzt noch? Können wir die alle umgebracht? Was meinst du, wie die geguckt hätten, wenn die kein Dach mehr hätten?
Ja, ja, Gott sei Dank. Also das ist ja echt ein Dienst hier an der Pilzheit, den wir hier tun. Sollten uns dankbar sein dafür. Hey, kleiner Mann. Hab ich ihn jetzt? Oh, ja, ja, ich krieg hier noch so eine Hard Monster Hive. Hide Five. Dafür muss ich aber irgendwas ablegen. Sugarcane, Zuckerstangen habe ich übrigens. Tobi, Zuckerstange. Oh, Zuckerstangen. So, 15 Holzplanken lasse ich mal hier und stattdessen nehme ich Hardened Monster Plate. Hardened! Ah, Hardened Monster Plate! Ah, oh, und das ein! Die blöden Pilze jetzt hier, verdammt. Dirtblock. Welche blöden Pilze? Oh, oh. Ach, da oben. 851 Mushroom-Block habe ich jetzt. Oh. Das reicht doch für den Anfang. Da können wir bestimmt eine schicke Hütte draus knüppeln. Ja, ja, ja. Bist du schon auf dem Schiff oben oder bist du noch hier? Nee, nee. Ich hänge ja noch am Planeten rum und zeige ein paar Monstern gerade, wie man das bei uns macht. Diese Vasen lohnen sich voll. Pro Vase 6 Pixel, geil. Hat man eigentlich schon dieses Teil gebaut, womit man Ores zu Pixel machen kann? Ja, ne? Ja, 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 das hat man schon erfolgreich im Einsatz und ich weiß jetzt schon, wir werden das auf jeden Fall so malträtieren, wir müssen mehrere davon bauen. Und wir werden stinkreich sein, das weiß ich jetzt auch schon. Ich überlege jetzt gerade, sind denn die Pixel an den Charakter gebunden? Nee, du kannst auch diese Pixelblöcke daraus bauen und die kann sich dann wieder abbauen, aber die haben halt so ein bisschen... ich glaube, du komprimierst 1000 Pixel zu einem Block und dann bleiben aber irgendwie 800 oder so übrig davon. Ich weiß es gar nicht genau. Weil man könnte man nämlich, sagen wir mal, die Pixel, die man da oben auf dem Konto jetzt hat, wenn die an den Charakter gebunden sind, könnte man ja theoretisch gesehen alle Ores, die wir haben, zu Pixeln verarbeiten und dann einfach den Charakter speichern, weil das sollte eigentlich kein Problem sein bei dem Vibe. Ja, aber nur der Charakter wird ja gewiped, also der primär gewiped und wir wissen ja nicht mal, ob das kompatibel ist. Könnte riskant sein. Stimmt. Wäre aber eine Idee. Aber natürlich, wenn es dann nicht kompatibel ist, ist scheiße. Das stimmt. So, ich habe jetzt den Planet auch nochmal umrundet, ganz kurz. Tobi? Ja? Tobi? Ja? Was... genau ist eigentlich mit meinem Schiff geschehen, Tobi? Tobi? Was ist das? Den. Tobi? Was ist das? Oh. Auf dem Schiff gibt das gar keinen Schaden. Aber es sah cool aus. Ja, das stimmt. Habe ich ja gerade so ein Ding unter den Arsch gezaubert da hinten. Ich hab's gesehen, ja, ja. Okay, du musst die ganzen Schilder aber nehmen. War schön. Ich hab mich sehr gefreut. War eine schöne Überraschung. Arschloch. Schade, dass ich wohl eigentlich noch so ein Radio wäre perfekt gewesen, wo so eine Horrormusik läuft. Am besten von Vier, diese Musik-Jukebox. Stimmt, war so ein bisschen Dead Space-Atmosphäre auch, ne? Mm, genau. Dö. Aber wir können unser Schiff ja quasi brutal einrichten. Immer so richtig hopp dann so? Ach, weißt du was? Komm, wir schmeißen mal alles, was wir gesammelt haben, jetzt in diese Kiste hier rein, in diese Schiffskiste, oder? Das erinnert mich ein bisschen an Outlast hier, diese Schrift. Ja, können wir machen. So, ich hoffe, die Schiffskiste reicht dafür. Wie schnell du bist. Ich auch, wie so ein Idiot. Voll. Okay. So viel zu der gloriosen Idee. Und dann, was haben wir denn hier? Auf dem Moon. Können wir auf dem Mond überhaupt existieren? Nee, ne? Tobi? Wie er sich weglacht darüber. Wieso steht da noch so ein Stuhl? Ich dachte mir, dass ich auch mal hier sitzen kann. Ach so, du kannst ja auch fliegen, wenn du möchtest. Nee, ich check das mit den Planeten und mit dem ganzen Kram nicht. Aber ach so, Mond, wir können es ja einfach mal ausprobieren. Ja, ja, jetzt, du hast du zum Beispiel gerade, finde ich gut, du bist ja gerade losgeflogen schon mal.
Hm, was? Finde ich gut. Hast du sehr gut gemacht. Du hast ja mit USB, hast dich gerade eingestöpselt. Ach so, ja, genau. Oder mit WLAN, ich bin mir nicht ganz sicher bei dir. WLAN-Kabel, wenn ich bitten darf. Okay, ja, dein WLAN-Kabel hast du ausgerollt. Hast du dabei gehabt? Dann wollen wir in der nächsten Folge mal gucken, wo wir da landen jetzt. Ja, ja, wir landen auf einem Wüstenplaneten. So viel kann ich verraten, das hat man bei mir natürlich schon gesehen. Bei dir leider nicht, tut mir leid. Oh, dieser ADHS-Roboter. So, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns den Wüstenplaneten an und dann gucken wir mal, ob das jetzt die letzte Folge für die Aufnahme schon ist, also 2 von 2 sozusagen, weil wir wissen ja noch nicht genau, ob der Wipe jetzt am Dienstag ist oder wann auch immer. Ja, ne? Wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen aktuell aufnehmen im Moment, aber ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir machen noch 2 Folgen, ne? Ja. Und dann ja. Haben wir für den Wipe-Tag haben wir auch noch eine, dann können wir da wieder aufnehmen und wenn der kein Wipe ist, können wir da am Mittwoch wieder aufnehmen oder irgendwie so. Also machen wir das, oder? Für den Wipe-Tag, das klingt wie ein Feiertag für Frauen. Wipe-Tag, yeah. Ich feiere heute Wipe-Tag. Wiber-Tag. Ja, ist ja auch egal. Liebe Frauen, das ist ein wunderschöner Tag. Wir gucken den ganzen Tag nur Disney und essen zuckerfreien Joghurt und drehen uns Locken in die Haare und malen uns die Fingernägel an und stecken uns Katjes zwischen die Fußzehen. Was Frauen halt so machen und liegen mit schlackernden Beinen auf dem Bett und lesen Bravo. Ja, oder so, weiß ich nicht. Scheiße, ey. So, nächste Folge, tschüss.